Die Festung von Feline befand sich auf der östlichen Seite der alten Stadtmauern. Er wurde auf Geheiß der Familie Bonsecolo im 12. Jahrhundert gebaut und wurde danach der Schutzvorposten der angrenzenden Stadt Ugento. Der Palazzo stellt eine der interessantesten Festungen des Salentos dar. Sie hat ein viereckiges Fundament an den Ecken von vier Türmen verschiedener Arten abgestützt. Zwei Türme des Gebäudes sind quadratisch und die anderen zwei an den hinteren Ecken liegenden Türme sind kreisförmig. Die quadratischen Türme gehen auf das 16. Jahrhundert zurück und sind vom architektonischen Gesichtspunkt auch sehr interessant, denn sie haben noch einige Eigenschaften der alten militaristischen Festungen. Die Vorderansicht des Baronalpalazzos ist mit einem langen und durchgehenden Balkon mit Geländer aus Kalkgranitgestein verziert. Das Eingangsportal des Palazzos, früher mit dem Adelsfamilienwappen, ist von einem Rundbogen mit Bossenwerk charakterisiert, der ihn imposant und prächtig erscheinen lässt. Der Balkon des ersten Stockes des Gebäudes war die architektonische Grundlage, aufgrund deren die Festung von Feline ein echter Adelspalazzo wurde. Das gesamte Gebäude hatte ein herrschaftliches Aussehen, trotz seiner militaristischen Funktion.